Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Rainbow. Ja, tut mir leid, dass jetzt gestern nichts kam und die Folge auch heute ziemlich spät kommt, aber ja, ich war ein bisschen anderweitig beschäftigt und bin momentan generell so ein bisschen unproduktiv. Wir nehmen uns mal zumindest ein Holzschwert, dass wir irgendwas haben, um uns zu verteidigen. Ja, was können wir machen? Es wurde hier vorgeschlagen zum Beispiel, dass wir das einfach die Fenster eine Reihe runterziehen, damit wir das Dach unten lassen können. Wir können mal ganz kurz probieren, wie das aussieht. Ich habe das Dach schon nach unten gebaut gehabt und dann habe ich erst den Kommentar bekommen. Deswegen gucken wir mal. Sieht schon nicht besonders geil aus, ne? Wir haben auch keine Axt gerade. Das ist irgendwie sehr suboptimal, aber wir haben zumindest hier so ein paar Sticks dabei. Dann können wir uns ja zumindest mal eine Axt machen, ne? Wie sieht denn das jetzt aus ohne diese... Nee, das gefällt mir ehrlich gesagt nicht. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Kann natürlich sein, dass es euch mega gut gefällt, aber ich mag diese großen Fenster eigentlich sehr gerne. Und ich denke mal, das wird jetzt nicht mega scheiße aussehen, wenn das Dach halt ein bisschen runter ist. Ich kann euch das gleich nochmal schnell zeigen, wie das jetzt aussieht von außen. So würde es aussehen, ja, wenn das Dach so hoch halt ist, ne? Ja, und außerdem hat mir jemand geschrieben, dass die Spinnen hier nicht durch können. Zumindest nicht hier bei diesen Fenstern, weil Zäune ja 1,5 Blöcke hoch sind. Das heißt, hier passt das nirgendwo durch und das ist eigentlich ziemlich nice. Allerdings müssten die ja zumindest hier lang passen, weil das ist ja hier auch einen halben Block höher und da müssten die eigentlich durchpassen, ne? Aber gut, wie dem auch sei. Was machen wir heute? Ich habe mir Folgendes überlegt. Und zwar hatte ich ja schon mal angesprochen vor einiger Zeit, dieses Weizenfeld da hinten, dass ich das mega gerne angehen würde mal. Und deswegen packen wir mal hier so ein bisschen Zeug weg und werden uns auf jeden Fall die Eimer schnappen, die wir hier irgendwo haben müssten. Hier sind sie, da ist sogar noch ein Wassereimer dabei. Das heißt, wir betreiben heute so ein bisschen Feldwirtschaft und werden wieder über das ein oder andere Thema plaudern. Wir werden sicherlich auch noch einige Hacken gebrauchen können. Hier haben wir ein bisschen Bruchstein. Haben wir noch irgendwo Holz? Das wäre pretty amazing, wäre das. Ich weiß es nicht, aber wir können schon mal die ganzen Weizenkörner nehmen. Wir haben auf jeden Fall, ich weiß nicht, woher wir so viele Weizenkörner haben. Aber gut. Ja, Holz haben wir dafür aber umso weniger zu haben. Na egal, wir müssen ja eh in diese Richtung. Und dann werden wir das Ganze einfach mal versuchen, uns hier so ein riesiges Weizenfeld anzulegen. Ihr habt auch geschrieben, dass ihr euch auch gut vorstellen könntet, da so einen chinesischen Teich hinterm Haus zu haben. Ich würde sagen, ganz so mache ich es nicht, sondern ich werde halt so ein großes Weizenfeld machen und dann führt so ein kleiner Feldweg zu so einer Lichtung hin, wo es dann eben so einen Teich gibt und mit Bäumchen und so weiter, der Schatten spendet, wo es dann so ein bisschen, wie gesagt, romantisch werden könnte, ne? Ja, das wird ganz toll, glaube ich. Das wird ganz toll. Wie viele Steine haben wir ja doch schon eigentlich genug, ne? Dann machen wir mal das, dann machen wir mal das. Und dann haben wir auf jeden Fall genug Stöckerchen für hier einiges an Steinhacken. Gut, war eventuell ein bisschen too much. Dann machen wir mal das hier weg, was wir so nicht brauchen. Okay. Möglichst noch hier ein bisschen was und da ein bisschen was, damit wir schön viel Platz haben. Ja, genau die Weizenkörner brauchen wir. Jetzt komm schon. Mann, ist das wieder eine unproduktive Folge, ey. Weil ich nicht aus dem Knick komme. So, jetzt ist die Frage natürlich, wo beginnen wir dieses Weizenfeld? Schon direkt hinterm Haus? Würde ich ja fast nicht sagen, ne? Hier könnte man ja vielleicht sogar noch ein bisschen Platz lassen und fängt dann irgendwie ab hier an. Nutzt das ab? Nee. Ich glaube, das ist das einzige Werkzeug, was dadurch nicht abnutzt, oder? Guck mal, das geht glaube ich, kaputt dadurch, wenn wir jetzt hier so durchrennen und das kaputt machen. Ich gucke gerade mal so auf die Abnutzung, aber... Okay, wirklich was bemerken tue ich nicht. Sollte man ja eigentlich bei Holz. Na gut. Jetzt ist natürlich die Frage, inwiefern müssen wir das jetzt hier anpassen? Also, inwiefern müssen wir das Wasser setzen, damit das alles gut bewässert ist? Was für eine, ja, Breite müssen wir dann nehmen? Also, ich würde ganz gerne machen, dass das Weizenfeld, ja, vielleicht tatsächlich so auf dieser Ebene ist. Irgendwie. Ich weiß jetzt allerdings nicht mehr, wie weit so ein Wasserlöchlein... Da haben wir unsere Höhle gefunden. Wollen wir da einfach mal reinjumpen und ein bisschen Action machen mit einem Holzschwert? Na komm. Huh. Na, was sagst du dazu, Skelett? Ach, hier ist eine komplette Höhle hier unten. Ist das der Grund, warum wir nicht schlafen können? Boah, Alter.
Hier ist so ein komplettes Höhlensystem einfach. Heftig, heftig. Ja gut, dann können wir das jetzt so auf die Schnelle nicht klären. Haben wir hier ein bisschen Erde? Ja, das ist gut. Dann gehen wir hier erstmal raus. So, hier würde ich jetzt gerne Wasserlöchlein Nummer 1 hinsetzen. Beziehungsweise brauchen wir hier irgendwo eine unendliche Wasserquelle schon mal. Machen wir das mal so. Und dann müssen wir uns noch Wasser von da hinten irgendwo holen. Ich weiß nicht, war hier in der Nähe vielleicht auch irgendwo ein Teichlein? Ich weiß es nicht. Da hinten auf jeden Fall. Na gut, dann gehen wir da erstmal hin. Ich habe mir heute ein kleines Thema selbst überlegt, über das ich ganz gerne sprechen würde. Und zwar einfach, weil es mir momentan nicht aus dem Kopf rausgeht. Und zwar ist das meine Bewerbung für Minecraft Desperado, beziehungsweise die Bewerbung von mir und Blocky. Für all diejenigen, die es nicht gesehen haben, können da einfach auf dem Kanal mal vorbeigucken. Heißt dann auch irgendwie Bewerbung für Minecraft Desperado oder Minecraft Desperado Bewerbung. Minecraft Desperado, für diejenigen, die es nicht wissen, ist ein Projekt von Herr Bergmann von Delay LP, German Let's Play Kidos und Sergeant Max und Takaishi spielt da auch noch mit und dieser und jener und da kommen immer mehr Leute dazu und da konnte man sich jetzt so mehr oder weniger bewerben, sag ich mal. Und ja, das habe ich getan zusammen mit Blocky und wir sind eigentlich insgesamt recht zufrieden gewesen mit unserer Bewerbung und warten halt deswegen gespannt auf eine Rückmeldung, ob es jetzt positiv oder negativ ist, sei mal dahingestellt. Aber natürlich, bei einer positiven angenommen, die finden uns halt gut und wir dürften da mitspielen, ist halt so Roleplay-mäßig so ein bisschen, dann müssen sie sich natürlich melden, ist ganz klar. Aber wenn wir jetzt scheiße waren, müssen sie sich eben nicht melden und das kann ich auch ganz und gar nachvollziehen, dass sie sich dann nicht melden, weil sie müssten sich dann bei hunderten Leuten melden, die es dann nicht geschafft haben und das ist schon ein bisschen crank. So, ich weiß halt nicht, bis wohin jetzt so ein Wasser reicht. Das müssen wir mal hier so ganz kurz testen. Wir machen mal das so. Guck mal, hier ist schon weggegangen, ne? Das heißt, es ist nur 4 breit. 4 breit, okay. Das heißt, wir können immer so 8 dazwischen lassen. Beziehungsweise... Ich weiß gar nicht. Mal, hier ist so 4, ne? Wie sieht das aus, wenn wir das jetzt so machen? Dann müsste doch der Eckpunkt auch noch erreicht werden, oder? Wird der noch erreicht? Wenn ja, dann können wir das ziemlich gut hier machen mit dem Wasser. Aber das weiß ich halt nicht, ob der weggeht auf Dauer. I don't know. So. Und hier müsste wieder ein Wasserlöchlein rein. Und dann müsste das eigentlich auch gehen, ne? So. Dann müsste das ja hier alles bewässert werden im Prinzip. Ich hoffe es. Zumindest geht das hier vorne jetzt erstmal nicht weg. Und das müsste dann ungefähr bis 1, 2, 3, 4, bis hier hinten gehen. So müsste das eigentlich klappen mit diesen Wasserlöchlein. Und dann geht es bis hier. So. Kleine Unterbrechung gehabt. Immerhin ist hier, glaube ich, schon ein bisschen mehr bewässert worden. Das sieht ganz interessant aus, wenn es bewässert ist. Das heißt, wir können mit 2 Wasserlöchlein schon so viel Fläche tatsächlich hier bereit machen. Und es scheint hier nichts wegzugehen davon. Das ist ziemlich, ziemlich gut. Und wenn wir das halt so über das gesamte Feld irgendwie weitermachen, das wäre vielleicht auch eine Aufgabe eher für den Livestream dann, aber den Anfang möchte ich zumindest hier mal zeigen, dann wäre das doch ganz cool. Oh, da ist unsere Hacke kaputt gegangen. Die macht ja kein Geräusch beim Kaputtgehen. Diese Hacke ist sowieso ein sehr, sehr merkwürdiges Gerät irgendwie. Funktioniert doch ein bisschen anders als vieles andere. Naja, gut. Jedenfalls kann ich halt verstehen, wenn sie sich da nicht melden, wegen dem Desperado-Projekt und so weiter. Aber es ist halt echt eine ziemlich ungewisse Zeit, weil man natürlich hofft man da mitzumachen, weil, klar, als YouTuber hat man natürlich auch die Ambition, da dann irgendwie Kontakte zu knüpfen, das ist ganz, ganz klar. Aber ich habe halt auch einfach mega Bock auf dieses Projekt, mega Bock, so ein Roleplay-Projekt aufzuziehen. Zumal Herr Bergmann und auch Kedos und die Lady das Roleplay ebenfalls ziemlich, ziemlich gut vorantreiben. Das schon in gewisser Weise Vorbilder für mich sind. Wir haben ja nicht umsonst Randy den Film gedreht damals. Das war ja schon irgendwie so ein Schritt in diese Richtung. So, wir müssen auf jeden Fall mal schlafen gehen. Und Betonung liegt auf gehen, weil mit Laufen ist gerade nicht so, ne? Haben wir denn noch Essen in der Truhe? Ich weiß es gar nicht so genau. Mann, Mann, Mann. Aber ich könnte mir das schon ganz cool vorstellen. Nur lass mich schlafen. Dankeschön. Ich könnte mir das mega cool vorstellen. Zum einen da mitzumachen, zum anderen, was ich eigentlich meine, dieses Weizenfältchen. Was im Moment noch ein Fältchen ist, aber was hoffentlich bald zu mehr als nur ein Fältchen wird. So. Ja, eventuell müssen die ersten Pickledies dran glauben, wenn wir hier nichts mehr zu essen haben. Wir schauen mal. Wir müssen uns ja auch nächstes Mal wieder auf das Projekt schon, beziehungsweise auf das Mob-Event vorbereiten.
wo es im Moment noch keinen klaren Favoriten gibt. Von daher stimmt da unbedingt nochmal ab, damit wir da einen klaren Sieg irgendwo rausholen können. Ich habe echt nichts zu essen, ne? Hier so ein paar Karottchen, aber das wird nicht gerade viel bringen um den Hunger hier. Ich sollte die Karotten nicht essen, die muss ich anpflanzen. Aber im Dorf werden die wahrscheinlich eh angepflanzt, ne? Egal, wir gehen mal auf Nummer sicher. Machen das jetzt noch nicht. So, komm. Wunderbar. Und eine kriegen wir doch vielleicht noch hier gerade, oder? Komm. Dankeschön. Dann sind wir gestärkt für die Feldarbeit für heute. Und dann machen wir dann mal einfach weiter. So. Okay. Einige Felder sind noch nicht bewässert, aber solange sie nicht weggehen, ist halt alles in Ordnung, ne? Wunderbärchen. So. Ja gut, dann wissen wir ja, wie wir das hier in etwa durchziehen müssen. Ich würde sagen, das machen wir dann auch die restliche Folge. Talken jetzt noch so ein bisschen weiter darüber und dann würde ich sagen, mache ich das entweder offscreen zum nächsten Mal irgendwann. Ey, aber das verschlingt schon enorm viele Weizenkörner, ne? So viel haben wir dann gar nicht, um so ein ganzes Feld zu besamen. Er hat besamen gesagt. Wird das schon noch eine Weile dauern. Und ich würde halt sagen, dass wir das... Achso, das macht vielleicht hier sowieso gerade nicht so viel Sinn, was ich mache. Zumindest zum Teil nicht, weil ich nämlich ganz gerne... ich habe mir überlegt, ob ich hier Seerosenblätter vielleicht hier so rüberhaue, weil das optisch natürlich ein bisschen besser aussehen würde. Aber es wäre halt, ja, technisch nicht so optimal, weil wir die Seerosenblätter dann einfach immer abhauen würden beim Ernten. Weil die Samen kannst du ja mit einem Schlag weghauen, genauso kannst du Seerosenblätter weghauen. Ja, und das habe ich jetzt hier nur gemacht, damit da nichts ins Wasser droppen kann und damit man da nicht ständig reinfällt oder so, wie wir es eben schon hatten. Genau, genau, genau. Das sind so die Überlegungen dahinter. Ich bin sehr gespannt, wie das am Ende aussehen wird, dieses Weizenfeld, wenn es denn in seiner ganzen Blüte erstrahlen wird. Wir werden sehen, wir werden sehen. Ja, ja. Ja, ja. Ist leicht gerade perverse Musik, ne? Irgendwie. Irgendwie wirkt die so ein bisschen leicht erotisch. Also, es macht mich schon in gewisser Weise ein klein bisschen an. Aber gut. Da muss meine Freundin dann gleich drunter leiden. Die jetzt zum Glück hier ist. So. Dann haben wir hier alles bepflanzt. Wunderbärchen. Wunderbärchen. Dann lass uns vielleicht jetzt einfach versuchen, größtenteils nur diese Löcher hier noch hinzubekommen. Mensch, bepflanzen, besamen, Löcher. Mensch, Mensch, Mensch. Wir haben heute hier eine sehr skurrile Folge. Gerade auch, glaube ich, weil diese Musik eben da läuft. Das macht mich ganz wuschig. Jetzt habe ich mir verzählt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hier muss wieder eins hin. Gut. Guti gut. Aber das geht dann wieder bis hier nicht so ganz. Ach, Mensch, Leute. Mensch, Mensch, Mensch. Vielleicht machen wir einfach hier hinten noch ein kleines Löchlein hin. Dann sollte das ja größtenteils, denke ich mal, reichen. So, der Eimer ist leer. Dann gib mir mal Wasser einmal hier. So, dann gib mir mal Wasser einmal hier. Dann machen wir da einen hin und machen wir hier einen hin. Und überall machen wir Wasser rein, weil wir sind die Feuerwehr oder so ähnlich. Irgendwie sowas in die Richtung, ne? Ja, ja. So. Und dann können wir das von mir aus hier noch alles so zumindest anpflanzen. Also nicht anpflanzen, aber zumindest beackern. Ich weiß nicht, wie man dazu sagt. Das Feld bestellen. Ist es das oder heißt das schon, dass man es auch gleich besamt? Ich mit meinem Besam die ganze Zeit, ey. Das ist auch schon wunderschön wieder. Was ist das für eine Musik? Oh, die gefällt mir. Die ist ein bisschen niedlich, muss ich sagen. So. Ja, doch. Da sollten wir doch überall irgendwie rankommen, hoffe ich. Ich hoffe das einfach mal. Wir werden ja sehen, wenn es irgendwo eine Schwachstelle gibt, dann können wir immer noch unterirdisch Wasserlöcher oder sowas dazu machen. Oh, guck mal, hier hinten geht schon weg. Das heißt, hier fehlt irgendwie. Ja, doch, klar. Dann lass uns das mal unterirdisch machen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Das heißt, hier unten muss ein Wasserchen noch rein. Aber wir haben leider kein Wasserchen mehr. Das heißt, wir müssen ein Wasserchen holen. So. Achso. Ach, der Wassereimer ist hier oben hingeploppt. Mann, ich bin komplett durcheinander, ey. Das ist die beste Folge, die ihr je gesehen habt, richtig? Ich denke, beim nächsten Mal werden wir uns vor allem um die Arena kümmern, die wieder aufbauen, nachdem die Silberfische die ja halb zerfraced haben. Und ja, generell vorbereiten, was wir so mitnehmen werden und sowas in die Richtung. Ich denke, das werden wir dann beim nächsten Mal angehen. Da ist auch schon wieder diese Steinhacke kaputt. Ja, und dann werden wir sehen, nach den Vorbereitungen so ein bisschen, wie das hier mit unserem Weizenfeld aussieht.
inwiefern das dann tatsächlich gut aussieht, wenn es schon gewachsen ist, auch wenn es nur ein kleines Weizenfeld bisher ist. Also gut, mega klein ist es jetzt auch nicht gerade, aber ihr wisst schon, was ich meine, ne? Ihr wisst, was ich meine. So, ja, im Prinzip können wir hier, glaube ich, ja, hier könnte es knapp werden. Na, wobei, das müsste eigentlich von da noch bewässert werden. Das sieht an sich erstmal ganz nice aus. Ja, ja, ich freue mich. Irgendwie habe ich mega Bock auf dieses Weizenfeld. Ist auch wieder so eine Arbeit, wo du einfach perfekt nebenbei labern kannst. Irgendein Bullshit, den sowieso kein Mensch interessiert. Ach ja, deswegen mag ich Rainbow so gerne. Weil sich nur Leute angucken, die richtig doll Langeweile haben. So, hier kriegen wir es nicht hin. Das heißt, hier würde ich irgendwie ganz gerne, vielleicht machen wir so. Und packen dann hier nochmal ein Wässerchen rein. Das ist schon nervig mit dem Bewässern. Aber gut. Ich werde mal nicht meckern. So. Ach, das ist schon wieder die nächste Spitzhacke weg. Die halten aber auch nichts aus. Hätte ich mir einmal eine aus Diamant machen sollen. Es gibt wahrscheinlich recht wenige Menschen, die in Minecraft mal eine Diamanthacke gemacht haben, was? Aber ich wette, es wird sie geben. Aber sag jetzt nicht. Doch, bis hierhin kommt das gar nicht mehr, ne? 1, 2, 3, 4. Doch, der wird hier noch bedingst, aber die hier nicht mehr. Dann würde ich aber sagen, bauen wir das hier einfach ab. Nicht, weil wir zu faul sind, das Wasser irgendwie nochmal neu zu verlegen. Nein. Sondern eher, weil... muss halt so, ne? Aber das sieht irgendwie auch doof aus, dass man da so runter gucken kann, weil das Feld ja hier... Das Feld ist ja immer so ein klein bisschen flacher als der normale Block und den kann man da mal so runter gucken. Ich weiß nicht, gibt es da irgendwelche schickeren Möglichkeiten? Wahrscheinlich eher nicht so, ne? Seerosenblätter, wie gesagt, klar, die wären mega nice. Aber dann macht man das auch alles kaputt. Allerdings, ja, ich weiß nicht, vielleicht lässt man das erst einmal so, solange wir das hier wahrscheinlich immer noch wieder abernten müssen. Aber sofern wir dann irgendwie mal dazu kommen und das stehen lassen wollen und nicht mehr ernten, da kann man dann natürlich Seerosenblätter da reinhauen. Deswegen könnte man sich eventuell auch schon auf die Suche nach solchen begeben, demnächst einmal, dann so Folge 21 oder sowas. Je nachdem natürlich, wie das Event ausgeht. Eventuell müssen wir uns auch wieder vollkommen neu ausstatten erstmal. Man weiß es ja nicht. Als ich das letzte Mal raufgeguckt habe, haben die Creeper ganz, ganz knapp geführt und das wäre echt nicht cool, weil die Creeper ja, wie wir gesagt haben, TNT in unsere Gebäude placen werden und dann werden die einfach in die Luft gejagt, zumindest zum Teil. Das heißt, unser Häuschen wird wieder ein bisschen drunter leiden, jetzt wo wir es gerade fertig gemacht haben. Aber gut, das sollte eigentlich schnell errichtet sein. Wir haben im Moment halt noch nicht so die krassen Gebäude, wo es jetzt mega schade ist, dass die kaputt sind. Sondern man kann die dann eigentlich relativ schnell wieder aufbauen. Ja, aber eine kleine Bestrafung muss sein. Interessant fand ich auch die Ideen, die ihr so hattet für die Schleimbestrafungen. Da gab es nämlich einmal... Was war denn das? Einmal die Bestrafung, ich glaube, dass unsere Felder oder so niedergetrampelt werden, was jetzt natürlich mega scheiße wäre. Ich bin mir aber nicht mehr genau sicher. Oder das, die Mobs alles... Ich weiß es nicht mehr. Die fand ich aber auch nicht so mega gut. Ich habe es ja jetzt wahrscheinlich nochmal eingeblendet, wie der Kommentar hieß, lautete genau. Dann könnt ihr das nochmal ganz genau nachlesen. Was ich viel besser fand, war, dass wir eine Folge lang springen müssen. Dass uns die so gesehen angesteckt haben mit ihrem Springen. Und das wird, glaube ich, relativ stressig. Gerade wenn wir halt am Bauen sind oder sowas. Dann wird das schon nervig, wenn man die ganze Zeit dabei springen muss. Könnte schon ganz witzig sein. So, dann machen wir mal hier noch alles. Ich hoffe, dass das so einigermaßen funktioniert. Und dann werden wir noch die restlichen Sämchen hier verstreuen. Und dann sind wir auch schon fertig für heute. Ja, ja. Ja, ja. So. Hat aber, glaube ich, zumindest ungefähr, oder... Sag jetzt nicht, es reicht. Wie immer fehlt einer natürlich. Ah, ne, wir haben sogar noch 64. Okay. Ja, dann haben die Samen doch zumindest gereicht, um das Ganze hier anzupflanzen erstmal. Wie weit können wir denn hier hinten gehen? Hier können wir noch... Bis hier, glaube ich, so geht, ne? Das können wir noch mitmachen. Ja. Das wäre auf jeden Fall schon mal ein ganzes Stück Feld. Aber war auch schon ein ganzes Stück Arbeit, was wir hier hatten. Muss man ja ehrlich zugeben. Und das jetzt noch so über diese ganze Ebene. Gut. Ist, denke ich, keine Arbeit für das Let's Play, sondern mehr so, was wir dann im Stream mal angehen können, wenn wir richtig viele Samen oder so haben. Ja. Aber ich bin sehr, sehr gespannt, wie das nachher aussehen wird. Wir können ja hier schon mal so ein bisschen, dass man so einen ganz kleinen Eindruck bekommt. Und dann können wir mal in unser Häuschen gehen und sehen dann schon, wie dieses Weizenfeld irgendwann auf Dauer sicherlich erblühen wird. Dann kann man sich so hier hinstellen.
Wow. It's so beautiful. Eigentlich nicht, aber wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wie gesagt, da werden wir uns dann mit diesen kleinen Schwierigkeiten auseinandersetzen, die uns noch erwarten im nächsten Mob-Event. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und tschüss.